Das Hammerhuhn. Autor Seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor Seltsam Genzi auf den Sanda-Inseln gedreht. Das Hammerhuhn, Macrocephalon maleo, auch als Maleo bezeichnet, ist ein mittelgroßes, schwarzes Großfußhuhn. Als einziger Vertreter der monotypischen Gattung Macrocephalon, ist es endemisch auf der indonesischen Insel Sulawesi. Das Hammerhuhn erreicht eine Länge von 55 cm. Es ist überwiegend schwarz mit einer nackten gelben Gesichtshaut, einer rötlich-braunen Iris, einem rötlich-orangen Schnabel und einer lachsrosa Unterseite. Den Oberkopf ziert eine schwarze helmartige Haube. Die graublauen Zehen, die durch eine membranartige Haut getrennt sind, haben vier lange scharfe Krallen. Die Geschlechter sehen fast gleich aus, nur dass die Weibchen etwas kleiner sind und ihre Gefiederfärbung blasser ist. Das Hammerhuhn bewohnt tropische Flachland- und Bergwälder, aber die Nester werden auf offenen Sandflächen, Vulkanböden oder am Strand errichtet, wo die Eier durch die Sonne oder durch die Erdwärme erwärmt und ausgebrütet werden. Die Eier der Hammerhühner sind ungefähr fünfmal so groß wie Hühnereier. Das Weibchen legt jedes Ei in ein tiefes Sandloch und überlässt das Ausbrüten der Sonne oder der Vulkanwärme. Nach dem Schlüpfen bahnt sich das Küken seinen Weg durch den Sand und versteckt sich im Wald. Die Jungvögel sind in der Lage zu fliegen und völlig unabhängig von den Eltern. Sie müssen selbstständig Nahrung finden und sich gegen Räuber, wie Echsen, Pythons, Wildschweinen oder Katzen verteidigen. Das Hammerhuhn ist monogam und das Paar bleibt lebenslänglich nah beieinander. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Früchten, Samen, Ameisen, Termiten, Käfern und anderen kleinen Wirbellosen. Seit 1972 wird die Art von der indonesischen Regierung geschützt. Wegen des fortschreitenden Lebensraumverlustes, der hohen Jungensterblichkeit, dem Übersammeln der Eier und der Überjagung in einigen Regionen, wird das Hammerhuhn von der IUCN als stark gefährdet klassifiziert. Es ist in Anhang I des CITES-Abkommens gelistet.